Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch. So, 4-2 Auswärtssieg. Richtig geil. Ja, gut, ging nach, weiß ich nicht, 96 Sekunden erstmal ja, schön in die Hose. Irgendwie, ja, ich will nicht sagen, es war zu einfach oder sowas, aber Lukas Metscher hat das halt gut gemacht. Ne? Der umkurvt halt Kilian, der pennt halt irgendwie ein bisschen gefühlt, hat damit nicht gerechnet. Der Pass von Franjic ist halt auch gut, ja, und dann trifft er den gut und macht ihn halt in die lange Ecke. So, dann haben wir so ein bisschen so, scheiße, ein bisschen schütteln, ein bisschen Unsicherheiten, aber dann sind wir dann doch eigentlich gut reingekommen und machen dann eigentlich mit einem super geiles Tor das 1-1, Ljubicic, ja, das 2-1 auch gut herausgespielt. Hector spielt ihn scharf rein, Tigges läuft hin, kriegt ihn aber nicht zum Glück. Thielmann hätte ihn bekommen, aber Otavio, ja, stochert ihn halt ins eigene Tor. Er musste dahin. Sonst hätte Thielmann ihn bekommen. Ja, Luck für uns, egal. Ich habe ja gesagt vorher, wenn das Matchglück auf unserer Seite ist, dann passt das schon. Ne? Ja, und so war es dann auch kurz vor dem Pausentee, ne, mit dem Einsteigen von Waldschmidt. Thielmann spielt erst den Ball minimal und ja, Waldschmidt trifft halt nur Thielmann an, weiß ich nicht, am Schienbein, an der Wade, wo auch immer. Und dann gut vom Videoschiedsrichter, klarer Elfmeter. Kainzi stellt sich der Verantwortung, schiebt ihn locker rein, geil, 3-1. Ja, dann war Pausentee. Ich glaube, wir hatten ja in der zweiten Hälfte, ich will ja jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, da wir hatten dann nochmal eine Chance zum 4-1, machen es nicht, wie auch immer. Die Wolfsburger machen dann aus dem Nichts, 10 Minuten vorm Ende da irgendwie das 2-3, wieder ein Matcher dafür, dass er irgendwie Knieprobleme hatte und ja, hätte ausfallen können, hat er eigentlich eine gute Partie gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber dann ein langer Ball wieder, Adamian ist durch, mit ein bisschen Glück Pfosten rein, macht er den aber dann eiskalt zum 4-2 und dann passt das. Für Dennis Hüseyin-Basic freut es mich enorm, erster Bundesliga-Einsatz, ja, und dann hat er auch, keine Ahnung, 10 Sekunden auf dem Platz, geiler Ball, Meiner rennt allen davon, legt nochmal quer, ein bisschen in den Rücken für Dennis, so, sonst hätte er ihn halt direkt mit dem Fuß machen können, er muss ihn annehmen, schießt eigentlich auch in die lange Ecke. Aber irgendwie eine Grätsche, langes Bein oder was, ein Oberschenkel oder was ist noch dazwischen? Sonst hätte Dennis direkt nach 10 Sekunden sein erstes Bundesligator im ersten Einsatz erzielen können. Kam auch sofort Skiri und Martell an und haben ihn dann so flachsigerweise so auf den Kopf gehauen, so von wegen, schade, schade, Junge. Ne? Ja, Adamian und Lemperle sind ja nachher eingewechselt worden, wie ihr ja wisst. Und weiß ich nicht, so ab Minute 85 joggten die da beide rum. Kein aggressives Anlaufen, gar nichts. Die sind gar nicht so lange drinne. Die taten so, als ob sie schon 115 Minuten in den Knochen haben und beide schon irgendwie 11 bis 13 Kilometer gelaufen sind. Weiß ich nicht, da muss auch einfach mehr kommen. Gerade von Lemperle, weiß ich nicht. Ich meine, so wird das gar nichts. Also Talent hin oder her oder sowas. Wenn du deine Einsatzminuten nicht so nutzt, dann... Pff, das wird schwierig. Ich habe nichts gegen dich, Bruder oder Junge, wie auch immer. Aber das ist zu wenig. Du musst brennen. Jede Minute, die du auf dem Platz stehen darfst, musst du Gas geben. Weiß nicht umsonst hat, glaube ich, Baumgart in der 86. einmal richtig laut durchs ganze Stadion gepfiffen. Und dann, oh, Lämperle, ja, ich laufe ja schon, ich laufe ja schon. Ja, lauf mal. Ne? Weil sonst, weiß ich nicht, dann können wir da auch Timo Horn hinstellen. Der rennt wahrscheinlich mehr als du. Ja, das ist so eine kleine Kritik jetzt, ne, die ich jetzt aber nicht zu hoch hängen möchte. Ne? Du da auch so erste Hälfte hier und da zu leichtfällig irgendwie die Bälle da verschenkt, weiß ich nicht, dann spielt ihn Schindler so halb hoch an. Du da hat 48 Meter Platz nach links und rechts, kann ihn annehmen mit der Brust und will ihn wieder noch höher zurückspielen und schießt den Ball dann irgendwie in Seiten aus, weiß ich nicht. Er hat zwar irgendwie gebrannt, er war irgendwie giftig gallig, hat sich auch oftmals mit Arnold und mit Kruse angelegt, das fand ich positiv. Aber wirklich gut war das jetzt auch nicht. Ich meine, ein, zwei gute Bälle hat er halt reingespielt. Auch zu Ljubicic einmal. Da wurde aber ja, abgelaufen von Otavio oder sowas. Der hat sich dann irgendwie nur hingeschmissen. Dann gab es Freischuss statt Ecke für uns. Aber gut, ist auch egal. Aber sonst war das dann auch wieder nicht wirklich was von Duda. Da weiß ich nicht, wie ihr das wieder seht oder so, ob ihr das jetzt gut fand. Ich finde, das ist zu wenig. Ich sage nicht, das ist schlecht, scheiße oder kacke. Das will ich gar nicht sagen. Es ist einfach viel oder nicht viel, aber es ist einfach zu wenig. Viel lasse ich jetzt auch mal, weil wir haben 4-2 gewonnen. Nach 96 Sekunden oder beziehungsweise ja, wo wir halt hinten lagen, haben wir das Spiel dann auch souverän nach Hause gefahren. Ich glaube, Ljubicic 96% Passgenauigkeit. Ich sage, das sagt schon alles. Einfach geil. Ich bin einfach happy. Jetzt kann man auch mit einem ganz anderen Gefühl da nach Nizza reisen und ja,
die Stadt wird brennender, also nicht brennen wie brennen, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine, positiv durch unsere Fans, die da sind. Und wenn die Mannschaft da den Schwung jetzt mitnimmt, wir haben jetzt zweimal gewonnen und drei unentschieden. Wir haben 9 Punkte, wir haben Tordifferenz plus vier. Weiß ich nicht, es ist alles im Soll, ist einfach super. Wie gesagt, aber jetzt die knackigen nächsten Wochen kommen ja jetzt noch. Jetzt Donnerstag in Nizza, dann Sonntag gegen Union Berlin zu Hause. Und danach geht es ja dann, glaube ich, am Donnerstag gegen Slowacko weiter in Tschechien und dann in Bochum. Wie gesagt, das wird dann halt nochmal happig. Dann ist Länderspielpause, dann können sie sich wieder aus. Also jetzt 4 Spiele nochmal volle Pulle, alles geben, in der Hoffnung, dass sich kein weiterer mehr verletzt. Und die Jungs, die reinkommen, gerade Dennis Hustin-Bartel, auch Martel, Meiner, die haben volle Pulle gegeben. Klar, Adamian hat das Tor geschossen zum 4-2, die endgültige Entscheidung. Freut mich auch für dich, erstes Tor für uns, auch herzlichen Glückwunsch dazu. Aber so dieses Anlaufen, dieses nur Joggen da so hin und her, das ist scheiße. Da müsst ihr brennen, auch du Tim, ihr müsst da volle Pulle draufgehen. Die anderen Jungs, die schon 90 Minuten in den Knochen haben, die sind auf euer Anlaufen angewiesen. Am Ende kommt ein guter langer Ball, die hinten pennen vielleicht oder kommen nicht hinterher, weil der einfach gut gespielt ist, nur weil ihr vorne zu nachlässig seid. Das dürft ihr nicht. Ne? Wie gesagt, ich bin einfach happy. Ich freue mich einfach für uns alle Köln-Fans, nochmal auf gewisse Wolfsburg-Fans einzugehen kurz, die in diversen Foren geschrieben haben, ja, ach, Köln und Zahnfleisch und nur Unruhe und alle Scheiße. Wenn hier einer Unruhe gemacht hat, bin, war ich das, aber in der Mannschaft nichts. Baumgart hat übrigens auch revidiert, was Andersen angeht. Da müssen wir Fans vielleicht auch ein bisschen zurückrudern, wenn Baumgart das so sagt und das so stimmt. Wobei die Presse schreibt das so und behauptet, Baumgart wüsste davon. Also irgendwie, der Presse kannst du anscheinend überhaupt nicht mehr glauben. Ne? Also nicht nur in Bezug auf irgendwelche Gerüchte. Ne? Wir können sie alle runter und raufzählen hier. Und jetzt auch sowas. Also Andersen ist jetzt verletzt oder beziehungsweise hat sich operieren lassen, fällt jetzt aus, Thema ist erledigt. Lassen wir Andersen in Ruhe, gar nicht draufhauen oder drauf auf ihn zeigen. Der ist jetzt, ne, muss erstmal gesund werden und damit sollten wir das Thema in Ruhe lassen oder ruhen lassen. So, jetzt konzentrieren wir uns auf die Jungs, die fit sind, die Bock haben und alles andere ist egal. Aber wie gesagt, nochmal zu den Wolfsburg-Fans, die gesagt haben, die, ein lockeres 3-0 und die müssen ja auch mal in der Saison anfangen und oder nicht in die Saison kommen. An euch 10 Fans, die in den Foren da fleißig waren, weil ihr nicht ins Stadion konntet oder wolltet, obwohl da genug Platz war, weiß ich nicht. Nächstes Mal. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, vor einem Jahr, dass ihr spätestens in 3 Jahren um Abstieg spielt. Gut, ihr verkürzt das um ein Jahr. Ne? Ja, weiß ich nicht. Das ist so immer Nase hoch und immer Maul weit auf. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ihr habt zwar individuell eine große Klasse, aber ihr seid keine Mannschaft Wolfsburg. Letztes Jahr schon nicht, auch dieses Jahr schon nicht. Und da weiß ich nicht, warum man so rumtönt oder sowas. Heute hat einfach die bessere Mannschaft und die bessere Fußballmannschaft hat einfach verdient gewonnen. Und bei euch in Wolfsburg, das wird sich so schnell nicht ändern. Wenn ich auch sehe, wie Kovac aufstellt, auch aus eurer Sicht, was ist denn das schon wieder für eine Aufstellung? Weiß ich nicht. Und wo war Niko Kovac wirklich als Trainer erfolgreich? Naja, ich will jetzt hier nicht auf die Wolfsburger rumhacken oder sowas. Ich als Köln-Fan habe sowas 30 Jahre miterlebt oder von 30 Jahren gefühlt, weiß ich nicht, 22 Jahre miterlebt, wo wir nur scheiße waren. Ja, aber ihr mit eurem Geld und Schmatke und weiß ich nicht, ihr müsst eine Mannschaft werden, sein, so wie wir eine sind. Und dann kann man sich auch aus dem Fenster lehnen. So, ich habe mit einem Punkt gerechnet mindestens, aber ich habe auch gesagt, dass wir gewinnen werden. Das ist passiert, ich bin einfach nur happy auf unseren FC. Ja, ist einfach geil im Moment, wie das jetzt läuft und ja, da verzeihe ich auch dieses ganze aus meiner Sicht Wischiwaschi-Gerede von den Verantwortlichen, sei es Keller, Kessler, auch Baumgart, in Bezug auf Transfers oder keine Transfers. Da habe ich aber jetzt auch so ein bisschen, da nehme ich mir auch euren Rat an, meinen Zuschauern jetzt, die sagen, vielleicht mal ein bisschen gelassener, nicht zu sehr reingehen. Ja, auch wenn ich es gerne möchte, weil ich kann diverses nicht zurückhalten einfach. Dafür bin ich einfach zu leidenschaftlich, zu emotional dabei. Aber es heißt ja auch nicht das, was ich immer sage, um Gottes Willen, dass das richtig ist. Das will ich damit nie sagen. Das ist einfach nur meine Meinung dann in dem Moment. So, das heißt nicht, dass sie richtig ist oder immer richtig sein muss. Natürlich liege ich auch mal falsch, klar, oder schieß am Ziel vorbei. Ne, das ist mir bewusst, das weiß ich.
So, Jungs und Mädels, feiert schön, schönes Wochenende, schönen Abend noch. Ja, genießt, weiß ich nicht, hier, falls ihr noch das andere Spiel da guckt. Wer spielt da jetzt? Frankfurt gegen Leipzig oder was? Keine Ahnung, auch scheißegal. Übrigens, Freiburg, ne? Erstmal Tabellenführer, ja moin. Ja, 9 Punkte haben wir. Die Kölner Fans haben auch gerufen, deutscher Meister wird nur der erste FC Köln, also ihr Freiburger, ne? Seid euch mal nicht zu sicher. Nein, Quatsch. Genießt das da oben an der Sonne da, ihr Freiburger. Wir sind genau da, wo wir hinwollen, nämlich weit weg von den Abstiegsplätzen. Alles andere ist Bonus und ja, wir freuen uns einfach. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ne? Geiles Spiel, geile Mannschaft, geile Dudes. Schade, dass Hüseyin Bašić nach 10 Sekunden gefühlt nicht da das Tor macht. Das wäre einfach zu geil gewesen. Aber gut, dann im nächsten Spiel. Dann in Nizza. Ne? So, haut rein, mach's gut, tschüss.